So Freunde, wir sind wieder im Harz unterwegs. Wir sind jetzt an einem FDGB-Heim. Das ist ja vom Freien Deutschen Gewerkschaftsbund. Das wurde 1954 bis 1956 erbaut. War eins der ersten Erholungsheime vom FDGB. Ja, architektonisch ziemlich schön. Jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Ne? Es wurde auch 1969, glaube ich, noch ein 150-Bettenbau mit einer Gaststätte noch angebaut. Aber wie gesagt, nach der Wende 1990 wurde es geschlossen. Ich glaube, 1996 wurde der Bettenbau abgerissen. Schon mal schöner Eingangsbereich. Schöne geschwungene Treppen. Das ist da drüben, das müsste Kino sein. So imposant. Ja, da konnten sich die arbeitenden Leute damals in der DDR dann erholen hier in dem Heim. Schacht vom Essensaufzug. Sackgasse. Ja, dann gehen wir doch gleich mal in den Keller runter, wenn wir die Treppe schon da haben. Ich muss aufpassen, da sind also schon böse Löcher am Boden. War ja dann hier Heizräume, Wirtschaftsräume. Küche vermutlich und alles hier unten. Jetzt wird's eng. Leitungen auch schon ziemlich viel herausgeschnitten und rausgerissen. Jetzt sieht man das Gebäude seitlich mal von außen. Ein kleiner Schuppen. Vom Zustand her ist er super massiv gebaut. Hat man auch nicht oft. Mittlerweile schönes Farbenspiel hier im Herbst. Ja, hier ist düster. Das Essen kocht sich nicht von allein. Okay. Ah, Aufzug. Sehr schön. Ein paar Stockwerke hoch. Hier haben wir wieder einen Aufgang. So, schauen wir hoch. Da sieht man noch Rest vom Laminat. Was könnte das gewesen sein? Ja, so eine Art Küche vielleicht. Ja. Wie gesagt, alles können wir eh nicht anschauen, das ist ja viel zu groß. Ne? Schauen wir mal an die interessanten Stellen hin. Immer ein Blick, wie groß das Gebäude ist. Wir sind doch noch im gleichen Gebäude, einen Stock weiter rauf. Aber hier haben wir, glaube ich, noch was Interessantes gefunden. Eine riesige Halle. Das ist ja echt krass, hey. Geil. Hier wurde dann mal gut gekocht. Ja. Das ist ja riesig, Wahnsinn. Das ist so ein altes Bett oder Couch oder was? Sogar noch Türen drin. Krass. Ey. Hier ist es schön geschwungen mit Treppen. Alles ultra massiv und ultra stabil. Ich kenne solche Treppen auch noch von anderen Losts, die sind dann aus Holz und ziemlich kaputt gefressen. Ja, da knackt es ein bisschen. Ah, ein bisschen Aussicht. Drüben ist das Kino, wo wir gerade waren. Ja.
Und hier ist auch reger Betrieb heute, wir sind also nicht alleine hier. Und hier kann man schön an diesen Rundbalkonen hier entlang laufen. Ein bisschen schöne Herbstlandschaft genießen. Schön. Sollte 2011 alles mal verkauft werden, aber ist es bis heute nicht. Das muss herausfinden, das ist angeblich doch irgendwie ein Investor interessiert, aber wie es so oft ist, denkt man nicht, dass da viel passiert. So, jetzt sind wir hier auf dem Dach. Langsam vorsichtig. Das sind die Balkone, wo wir gerade drauf waren. Das ist immer ein bisschen mulmiges Gefühl. Hier geht es eben runter in das Kino rein. Ja, geile Aussicht. Zum Hauptgebäude, dritten Stock. Das Nebengebäude mit der Küche haben wir schon gehabt. Und das ist jetzt das ganz lange Nebengebäude. Das waren hier auch vermutlich, wie gesagt, die Zimmer von die Kurgäste. Da gibt es ja sogar noch einen Balkon und alles hier. Ne? Schaut aber nochmal so frisch aus. Ja, der lange Gang ist halt wieder genial. Ne? Ich sage es halt immer die gleichen Zimmer, ne? Da braucht man jetzt nicht in jedes rein. Mal Treppenhaus runter. Im Großen und Ganzen war es das jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über Abo und Daumen hoch würde ich mich freuen. Ich gehe jetzt dann mal Richtung Ausgang und probiere hier mal mein neues Spielzeug noch ein bisschen aus. Insta 360 X3. Wir sehen uns an der nächsten Location. Bis dann. Ciao.